Seekrauts. Hallo Seekrauts-Freunde, willkommen zurück hier bei uns auf dem Kanal, willkommen zur Flaschenpost. Einmal wieder ein Überblick zu den wichtigen Themen, die uns hier gerade in der Szene bewegen. Was ist jetzt möglich? Es ist Freitag, da gibt es ja immer wieder viele neue Inhalte, auch im Premium Store und. Ja, also fangen wir direkt an. Wahre Größe, der Auftrag muss aktiviert werden. Das geht da um den Eishockeyspieler. Ihr könnt Kapitäne bekommen. Einmal einen russischen 10er-Kapitän, einmal einen amerikanischen 10er-Kapitän und wenn ihr ganz viel Glück habt, einen 15er-Kapitän, den ihr auf beiden Nationen benutzen könnt. Diesen Eishockeyspieler, ja, wie heißt er noch? Alexandre Ovechkin. Ja, da ist jetzt auch eine Sammlung mit eingeführt worden. Den Kapitän hier könnt ihr erspielen mit Aufträgen, den ihr annehmen müsst. Den hier müsst ihr mit der Sammlung, wenn ihr die Sammlung vervollständigt, bekommt ihr den gut geschrieben. Und wenn ihr Glück habt, findet ihr den hier in Containern. Das ist eigentlich die Kernaussage bei der ganzen Geschichte. Er hat natürlich Sonderfunktionen und so weiter. Haben wir euch alles schon vorgestellt in einem separaten Video. Verlinken wir euch natürlich ans Ende des Videos, damit ihr da nochmal einen Überblick habt, worum es da genau geht. Ich möchte euch nur darauf hinweisen, klickt rein in den Artikel, drückt auf Teilnehmen, nur dann funktioniert das mit der Sammlung und ihr könnt diesen Kapitän überhaupt bekommen, beziehungsweise bekommt dann den Auftrag, den ersten russischen Kapitän nämlich zu erfahren. Wir wären nicht Seekrauts, wenn wir euch nicht schon sagen könnten, wie die Aufträge aussehen. Der erste Auftrag ist hier, gehen Sie in 3 Gefechte. Belohnung ist dann ein Container der großen 8, ein Standard-Container, kein Premium-Container, ein Standard-Container der großen 8 bekommen. Das heißt, ihr öffnet damit dann die Sammlung und habt dann vielleicht Glück und könnt relativ schnell die Sammlung vollmachen. Besteht, glaube ich, aus 12 Teilen mit 3 Reitern, also 3x4 Gegenstände sozusagen. Und dann habt ihr 12 Gegenstände. Und wenn ihr alle die Sammlung vervollständigt habt, gibt es eben den amerikanischen Kapitän mit 10 Fertigkeitspunkten und dem Bonus hier mit den Trefferpunkten und dem Elite-Schützen. So, was müsst ihr machen? Ihr müsst hier in 3 Gefechte gehen mit dem T5-Schiff. Dann habt ihr jetzt nächste Aufgabe, wenn ihr den ersten Abschnitt fertig habt, den zweiten Abschnitt 250.000 Schadenspunkte, Trefferpunkte an Schaden verursachen an anderen Schiffen. Es ist immer Zufall, immer gewertet, immer Koop und immer Szenario möglich. Also sollte für jeden machbar sein. Hier gibt es dann Signale und wieder ein Container. Beim dritten in 3 Gefechten unter den 3 Besten des Teams nach verdienter Erfahrung sein. Gibt dann Premium-Verbrauchsmaterial und wieder ein Container. Beim vierten Abschnitt müsst ihr 3 Millionen Credit-Punkte sammeln. Und dann gibt es 10.000 Free XP und auch ein Container. Und im letzten Abschnitt müsst ihr dann 500 Mal Sekundärtreffer machen, 500 Mal mit der Hauptbatterie treffen und 100 Module beschädigen. Zu den 100 Modulen kann ich euch nur HE-Granaten empfehlen. Ja, am besten mit einem Kornquerer oder sowas, wenn ihr da gute Anstecker habt, sozusagen mit einem großen Kaliber. Die nehmen immer relativ viele Module auf einmal raus, also sowas wie Flak und all so ein ganzes Kram zählt da immer alles mit rein. Ja, Sekundärbatterie ist sicherlich sowas wie Kurfürst, Tierpilz, alles was sekundär ausgerüstet ist, wäre da natürlich optimal, dass ihr da möglichst schnell vorankommt. Und bei den Hauptbatterietreffern ist vielleicht sowas wie eine Fidschi, eine Minotaur, sowas in der Art, wo ihr schnell viele Mumpeln in der Luft habt. Das ist jetzt auch nur ansatzweise ein Beispiel gewesen sozusagen. Das wird sich da lohnen. Ja, und auch da gibt es dann wieder Container, gibt es Reserveplätze und einen freien Hafenliegeplatz und natürlich dann hier Kapitänstarnung. Gut, das ist dazu erstmal schon mal alles. Ja, wenn ihr Details zu der Sammlung und so weiter haben wollt, verlinke ich euch ein Video. Und da könnt ihr dann nochmal ganz genau gucken, wie das alles zusammenhängt und was ihr erfahren müsst. Und was ihr bekommt natürlich. Ja, der nächste Punkt ist die Tarnung der Bliskaviska. Es gibt wieder eine Community-Tarnung, die ihr selber designen könnt. Die wird dann ausgewählt von Wargaming. Die wird uns dann zur Verfügung gestellt. Da können wir abstimmen. Und dann wird sie dann wahrscheinlich wieder über irgendwelche Aufgabenmissionen ins Spiel kommen. Und möglicherweise ist eure Tarnung dabei. Und wir alle spielen dann demnächst mit eurer Tarnung, die ihr mal entworfen habt. Und da gibt es dann auch wieder Belohnungen für Spieler, die es soweit schaffen. Bekanntgabe des Gewinners ist am 29.11. Ja, und die Belohnung für den Gewinner ist hier Premium-Schiffe. Dann gibt es von 2 bis 10 gibt es, glaube ich, ein Premium-Schiff und hier gibt es dann jede Menge Tarnung. Hier kann man sich die Vorlage herunterladen und hier gibt es dann eine Anleitung, wie das alles funktioniert. Wer Interesse hat, einfach durchlesen. Einsendebeginn ist der 19. Oktober, Einsendeschluss ist der 13. November. Und die öffentliche Auslosung, ganz wichtig, könnt ihr euch schon mal vormerken, wenn ihr eure Stimme abgeben wollt, 16. November bis 23. November habt ihr die Möglichkeit zu sagen, welche Tarnung euch am meisten gefällt. Natürlich hier auf der Wargaming-Seite. So, nächster Punkt. Die neuen Kömmling im Premium-Laden
gehe ganz kurz durch, damit ihr da im Bilde seid. Es gibt jetzt natürlich die Möglichkeit, den Kapitän direkt zu kaufen, wenn man ihn nicht erspielen kann oder die Zeit dafür hat oder eben nicht das Glück hat. Ja, dann gibt es natürlich Premium-Container, die man wieder kaufen kann. Muss jeder selber wissen, ob er das machen möchte. Hier gibt es dann auch die Tarnung für die Lexington, die ganz außergewöhnlich ist, ne? Im Gefecht spielt er kein Eishockeyspieler, da ist er nur so dabei. Im Hafen wird darauf aber Eishockey gespielt. Also, ja, kostet ein bisschen was. Also müsst ihr euch überlegen in der Verbindung mit Premium-Spielzeit oder so. Ja, dann haben sie entgegen meiner Erwartung oder meiner Hoffnung nicht die Le Terrible in den Hafen gebracht, sondern sie haben die T5-Schiffe, auch Hotnik, Murmansk und so weiter wieder im Verkauf. Ja, wie gesagt, ist nur erstmal eine Information, was hier an Möglichkeiten existiert. Und das, ja, ist dann eure Entscheidung, ob ihr Geld ausgeben wollt oder nicht. Muss man ja nicht tun. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Das sind die Supertest-Informationen, die ich hier noch für euch parat habe. Da gab es jetzt wieder schon wieder eine ganze Menge an Informationen. Ich werde sie möglichst schnell hier mit euch durcharbeiten. Es gibt neue Tarnungen, also beziehungsweise neue Embleme und Aufnäher. Und zwar für den Meister der Clan-Kämpfe oder der Clan-Saison und für die Meister der gewerteten Gefechte. Und jedes Emblem hat dann eben 4 Grade, also 4 Abstufungen, ja, wie weit man dann eben gekommen ist. Also wird also auch interessant. Ja. Und hier gibt es dann auch neue Aufnäher für Alpha- und Beta-Tester und so weiter und so weiter. Also ist eine nette optische Geschichte nebenbei. Kann man mal mitnehmen. Nice to know. So, und dann geht's schon weiter. Es gibt Wertveränderungen, und zwar bei der Jambar, bei der Bourgogne. Da wird der Hauptbatterie-Nachladebeschleuniger von 30 Sekunden auf 20 Sekunden reduziert, damit das Schiff eben nicht mehr so schnell und so lange einen Boost auf die Nachladezeit bekommt. Die Schiffe können schon relativ kurz nachladen, nämlich 26 respektive 28 Sekunden. Wenn sie einen Boost bekommen, dann wird die Nachladezeit ja bekanntlich halbiert und dann könnten das 2-3 Salven sein, dieses Schlachtschiff abfeuern kann. Das ist natürlich dann schon auch ein ganz großer Damage-Output. Das wird hiermit dann eben reduziert. So, das amerikanische Schlachtschiff West Virginia Stufe 6, da haben sie ein bisschen mehr verändert. Und ja, die Erkennbarkeit von anderen Schiffen, also wie ihr andere Schiffe entdeckt, liegt dann bei 16,42 Kilometer. Ihr seid 15,86 Kilometer sichtbar, wenn ihr aus dem Nebel schießt. Dann die Erkennbarkeit von Flugzeugen, ja, 14,68 Kilometer, nicht mehr 10,68. Die Torpedoschadensverringerung wird verändert. Also ihr reflektiert nicht mehr so viel Schaden, ja, sondern ihr, ja, sind nur noch 22% statt 35%. Das heißt, ihr nehmt effektiv 13% mehr Schaden in euren Trefferpunkte-Pool auf. Das ist also eher ein Nerf. Und ja, auch das ist wie immer alles vorläufig, kann sich alles noch ändern. Das ist hier erstmal nur nice to know für euch. Und ja, schauen wir einfach mal, was sich dann Wargaming hier in Zukunft noch ausdenkt. Dann gab es für die West Virginia, für die 41er natürlich, die jetzt ja mehr oder weniger im Supertest ist, eine neue Premium-Tarnung. Ja, und das sind natürlich dann auch mit den Standardwerten versehen. Erkennbarkeit auf See reduziert, Streuung der feindlichen Granaten ist erhöht, Reparaturkosten reduziert und 50% gibt es dann natürlich XP pro Gefecht. Was mir hier sofort auffällt, ist der Kapitän. Ja, der sieht irgendwie ein bisschen anders aus als bei den anderen amerikanischen Kapitänen oder bei den anderen amerikanischen Schiffen. Hier steht nämlich, es gibt einen speziellen Patch für den Kommandanten Dusty Rhodes. Und wer weiß, vielleicht kommt da noch irgendwie was. Wenn ihr diese Camouflage verwendet, dann gibt es auch noch ein ganz spezielles Schiffshorn. Entschuldigung, ja, werden wir sehen, was dann genau kommt. Auf jeden Fall ist das in Planung. Das Schiff sieht ultra geil aus, also mit der Tarnung zusammen. Ich bin gespannt, ob sie dann auch noch eine speziellen Kapitän-Vision irgendwie auflegen, dass man dann diesen Kommandanten irgendwie erfahren kann. So, und weiter geht's. Es gibt Kartenänderungen im Supertest. Hier, also ich will nur ein paar durchgehen. In der Karte hier wird diese Insel geändert. Die wird kleiner, weil es immer wieder Schiffe gab, die halt hier gespawnt sind. Und für die ist es sehr, sehr unkomfortabel, hier zu starten, weil man dann diese Karte, diese Sache teilweise ganz krass umfahren muss. Also man hat eigentlich immer nur die Möglichkeit, nach vorne wegzufahren. Denn mit vielen Schlachtschiffen kann man hier gar nicht um die Ecke, ohne zu rangieren. Ich habe das selber mal in einem Livestream gehabt, beziehungsweise gezeigt. So,
Was war jetzt hier die Änderung? Ich glaube, hier war der Bereich der Inseln, der hier so ein bisschen, die hier waren, die am Rand waren, ist jetzt ein bisschen verändert worden. Die wurde bewegt. Nämlich hier runter. Das war hier, glaube ich, die Änderung. Hier wurde in dem Bereich von zwei Inseln auf eine Insel reduziert, die dafür größer gemacht. Hier sieht man im ersten Moment gar keine so großen Änderungen, aber es soll ermöglichen, dass Spieler, die auf der linken respektive rechten Seite sind, besser aufeinander wirken können. Die Gebirge wurden abgeflacht teilweise, Inseln ein ganz bisschen verändert. Das ist hier die Hauptänderung, sodass man dann aber aufeinander besser wirken kann und nicht so einen abgeschotteten Bereich hat. So, und dann geht's weiter. Hier ist es ähnlich. Auch da wurde ein bisschen was angepasst in dem Thema Schleife. Was war da nochmal ganz genau? Ich kann mir nicht das alles merken. Die große Insel im südlichen C-Cap auf der Schleife erhielt eine Höhen- und Größenreduzierung. Ja, sie wurde weiter nach Osten verschoben und gedreht, damit das südliche Team effektiver auf der Ostseite der Karte wirken kann. Also das ist quasi da dann der Grund. Wenn ihr da genaueres erfahren wollt, wir haben euch den Artikel wie immer übersetzt. Bei uns auf der Facebook-Seite gibt es eine Menge Informationen, auch schon im Vorwege, bevor die Flaschenpost hier erstellt wird. Also könnt ihr da nochmal ganz genau dann drauf eingehen. Oder da ein bisschen genauer nachlesen. Dann gab es eine große Überraschung. Das war gar nicht groß angekündigt. Die haben die ersten Bilder der britischen Flugzeugträger veröffentlicht. Und wir haben hier jetzt Bilder von 4 erforschbaren Schiffen. Aber hier, wenn ihr gleich guckt, hier sind schon 5 Namen aufgeführt. Also ist hier schon mal ein Premium-Schiff mit dabei. Welche der dann genau sein wird, müssen wir sehen. Weil es gibt hier eben 2 T8-Schiffe. Entweder ist es die Impassable oder eben die Indomitable oder wie die auch ausgesprochen wird. Meine Güte, Indomitable. Ja, ist jetzt Deutsch und Englisch, sorry dafür, aber egal. Also, darum geht's. Hermes, Furious, Implacable und Audacious. Das ist der T10-Träger. Wir gehen die Fotos mal durch. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade nicht ganz genau, was jetzt hier der T10-Träger dann davon sein wird. Aber die Dinger sehen natürlich wieder richtig cool aus. Und die kommen natürlich erst dann ins Spiel, wenn die neue Flugzeugträgermechanik ins Spiel gebracht wird. Sie sind halt jetzt auf dem Trägerbereich schon mal zu testen. Also deswegen gibt es diese Fotos. Das hier wird wohl der T5 oder T4-Träger sein. Und die Hermes. Ja, also daher sind die Fotos überhaupt in den Supertest gelangt, weil also auf diesem Träger-Test-Server die ersten Leute über diese Träger gestolpert sind. Und deswegen, das war sicherlich Absicht dahinter, aber ja. ist ganz cool, ich bin gespannt. Vielleicht gibt es ja dann die neue Trägermechanik und die britischen Flugzeugträger auf einmal. Ist jetzt nur eine Mutmaßung, keine Ahnung, ich habe da keine keine Vorkenntnisse oder sowas ähnliches. Keine Hintergedanken schon, aber keine Vorkenntnisse. So, und dann geht's weiter. Dann wurde hier nochmal zur hydroakustischen Suche ein Artikel veröffentlicht, da in den offiziellen Patch Notes da nicht so richtig drüber vernünftig berichtet wurde sozusagen. Ich möchte das jetzt nicht alles nochmal durchgehen, da sind auch ein paar Sachen nochmal verdeutlicht worden. Der Unterschied zwischen deutschem Hydro oder Standard-Hydro sozusagen von allen anderen Schiffen. Dann werden hier die britischen Hydroakustiken nochmal erklärt, denn die Haida wird ein bisschen rausgenommen und so weiter. Leset euch einfach nochmal durch, wenn ihr dann nochmal ein paar Informationen haben wollt. Hier Abklingzeit 180 Sekunden und 120 Sekunden für Premium-Verbrauchsmaterial wird jetzt wohl der Standard auf fast allen Bereichen sein. Gerade auf höheren Tierstufen ist das dann eben der Standard. Ja, und ja, sonst kann man sagen, der deutsche Hydro ist immer noch ein sehr, sehr starkes Hydro. Und manche Schiffe werden gebufft und manche werden eher genervt. Also minimal, das sind nur ganz minimale Änderungen, die es da eben gibt. Das ist diese sogenannte Standardisierung der Hydroakustik, die jetzt mit Patch 0710 Einzug gehalten hat ins Spiel. So, und dann gibt es noch ein kleines Highlight, das haben wir erst vor einer Stunde übersetzt. Der Tarnungsmeister wird überarbeitet. Das wird euch jetzt nicht alle freuen, aber es ist jetzt tatsächlich so, dass das passieren soll. Es ist im Supertest und das bedeutet effektiv, dass ja, die Kreuzer, Schlachtschiffe und Flugzeugträger keinen Bonus mehr auf mehr Tarnung bekommen. Also Flugzeugträger waren ja in der Vergangenheit 16%, Schlachtschiffe 14%.
Kreuzer 12% und Zerstörer 10%. In Zukunft werden alle Schiffe nur noch 10% haben. Das heißt, es gibt keinen Bonus mehr darauf, dass ein Schiff größer ist, also deswegen mehr Tarnung erhält. Das macht es quasi für euch als Zerstörerfahrer leichter, weil die Kreuzer früher aufgehen, weil Schlachtschiffe früher aufgehen und weil eben auch Flugzeugträger deutlich früher zu sehen sein werden. Ganze 6%, das ist schon ganz ordentlich. Ja, das ist natürlich eine krasse Änderung, aber auch das sollte irgendwie vereinheitlichen. Und ja, der Kreuzer profitiert ja auch, ne? Also ihr erkennt ja Schlachtschiffe jetzt dementsprechend auch früher. Nur, dass ihr jetzt einen Nachteil habt gegenüber Zerstörern, die euch früher kennen. Also mal gucken, ob das jetzt tatsächlich dann so auch ins Spiel kommt. Ob das nicht während des Supertests dann nochmal umgeworfen wird. Ist aber auf jeden Fall ja eine Sache, die fast untergeht, wo daran jetzt aktuell gearbeitet wird. Also von daher gucken wir mal. Möchte ich auf jeden Fall darauf hinweisen. Guckt euch das an und schreibt mir gerne eure Meinung unter dieses Video oder hier auf der Facebook-Seite unter den Artikel. Martin Lange hat bereits seine Emotion dazu bekannt gegeben. So, eine Sache habe ich noch vergessen. Und zwar gibt es wieder einen Katzencode. Ja, habe ich hier nochmal aufgeführt. Wer bei den Katzen, bei dieser Katzenaktion noch nicht mitgemacht hat und noch gar keine Mission vorher hatte, der braucht diesen Katzencode, um die Mission zu aktivieren. Wer den Katzencode schon hat, der bekommt automatisch ja dann die Aufgabe für den dritten Versuch. Das sind 4 Etappen. Ihr müsst jedes Mal am Ende, also bei den ersten beiden müsstet ihr jedes Mal 5 Gefechte gewinnen. Bei dem dritten ist es jetzt was anderes. Was beim vierten ist, weiß ich noch nicht ganz genau. Und am Ende gibt es eben diese Belohnung mit der Katzenflagge und zwischendurch halt immer drinne die verschiedenen Signale, die man da mitnehmen kann. Also eine nette Nebenbei-Geschichte. Auf jeden Fall, what a catitude, das könnte man dann nehmen den Code und dann hier oben einfach einlösen, anmelden und dann kann man hier Wargaming-Code einlösen klicken und dann dann kann man da eben nochmal einen zusätzlichen Auftrag bekommen. Wer jetzt zum Beispiel die letzten 2, 3 Wochen eben nicht mitgemacht hat, der kann jetzt dann damit einsteigen und trotzdem noch die Katzenflagge holen, wo ihr nämlich alle Aufträge dann bekommt. Gut, und das war's schon von dieser Flaschenpost. Ich werde jetzt gleich im Anschluss den Gewinner unseres kleinen YouTube-Gewinnspiels veröffentlichen in einem separaten Video. Es ist jetzt 20:42 und ja, 21 Uhr ist Einsendeschluss und kurz danach werde ich das schon ziehen. Und dann habt ihr dann auch ja, gleich nochmal ein zweites Video bei uns hier auf dem Kanal, wenn ihr jetzt gerade erst dieses Video schaut. Ne? Dann wünsche ich euch was, schönes Wochenende und wir sehen uns dann im Livestream am Samstagabend. Und ja, oder die Tage in einem anderen Video. Haut rein, bis dahin, euer Sigrosteam, euer Maha. Ciao, ciao. Sea Crowds.